100 Kilogramm Gewicht und stolze 100 Zentimeter Rückenhöhe misst der kleine Elefantenjunge, der Anfang Mai von Mutter Sheila in der Elefantenhalle geboren wurde. Für Sheila, die 2007 selbst inmitten ihrer Herde zur Welt kam, war es das erste Kalb. Glücklicherweise brachte sie ihren Nachwuchs nach einer kurzen Tragzeit von nur 640 Tagen auf die Welt. Da der kleine Brausepaul nicht nur gesund und kräftig, sondern auch neugierig ist, darf er bereits in den nächsten Tagen das Freigehege erobern. Zur großen Begeisterung der Zuschauer, die sich alle fragen, wieso eigentlich Brausepaul? Brausepaul ist einer der vielen Namen, die unsere kleinen Elefantenkinder dann am Anfang tragen, bis sie dann irgendwann mal einen richtigen asiatisch klingenden Namen haben. So hatten wir Püppi, wir hatten Lumpi, Turbo Paule und sowas alles. Und Thorsten hier, unser Cheftierpfleger hier im Elefantenhaus, der hat auch Kinder. Und als sein Sohn noch klein war, da ist es so, dass er ihn auch mal Brausepaul genannt hat. Und so kamen wir ziemlich schnell auf den Namen. Das Säugen und Trinken funktionierte von Anfang an perfekt. Und Sheila erwies sich als geduldige und liebevolle Mutter. Doch das Besondere einer Elefantengeburt bei Hagenbeck ist die Unterstützung durch die komplette Herde mit Tanten und Halbgeschwistern. Die Candy hat auch unterstützt und ist helfen gekommen und hat geguckt, wie stellt sich die Sheila an. Die hat wirklich 10 Minuten lang ganz genau beobachtet, ob die Sheila sich um das Kind kümmert und ob sie friedlich zum Baby ist. Sheila wurde einmal von der Candy auch ganz gut einmal beiseite geschickt und hat gesagt, beruhig dich einmal, wir gehen gemeinsam gucken zum Kind. Und die haben das beide ganz super gemacht und sind ja auch beide Elefantenmütter, die hier auch, also jetzt ihre F2-Generation hier bei uns im Tierpark zur Welt gebracht haben und das super anwenden und das ganz glücklich machen und das auch ganz viel Arbeit abnehmen. Die sogenannte F2-Generation bedeutet, dass die Elefanten bei Hagenbeck bereits in der zweiten Generation ihre Kinder bekommen. Ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu dem erklärten Ziel, eine im Tierpark gewachsene Herde zu schaffen.